Schiffsbau abgeschlossen. Warte auf Anweisung. Die Flotte ist bereit. Und damit willkommen zurück in dieser wunderbar nachkommentierten Aufnahme. Folge 4 von 6 dieser Ehrlich gesagt, wollte ich mich zuerst aus der ganzen Sache raushalten. Kommentierten Meisterwerke. Dann hat mich ein Gewissen gepackt. Meisterwerke bei mir, klar. Ist logisch, gerade bei mir. Ich mache jetzt was ich garantiert bereuen werde. Ich gehe auf Facebook. Und werde mich wahrscheinlich gleich tierisch über irgendwas aufregen. Komm einfach zu mir in die Werkstatt. Ich werde inzwischen ein sicheres Versteck suchen. Und schau mal gerade ein bisschen. Entschuldigung. Was ist jetzt los? Das gibt's doch nicht. Und schau einfach mal ein bisschen, was sich da so tut. Haufen Fotos von... Oh Gott. Es ist alles irgendwie Left Floyd in Amerika, glaube ich zumindest. Alles klar. LA, genau. Ja, egal. Was haben wir noch? Rebel Fish. Na, von Spieleanfragen kann man getrost ignorieren. Neuer Kurs. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Alle Schiffe in Gefängnis. Spannend ist, dass ich die Leute rausgeworfen habe, die immer diese Aufregerkommentare geschrieben haben. Das ist eigentlich schön ruhig hier. Deswegen, ja, im Gegensatz zu den Schiffen hier, die sich hier gerade beschießen. Für allemal ausgelöscht. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, wie gesagt, seit die Aufreger draußen sind. Die Flotte setzt Segel. Sie haben neues Land gesichtet. Wobei ich da wahrscheinlich noch zwei, drei rausdrücken werde jetzt, weil, es gibt wirklich Menschen, die posten hier tagtäglich. Ja. Ein neues Eiland. Was interessiert mich, was sie zum Frühstück, Mittag und Abendessen hatten? Ich drück's mal so aus. Das ist nämlich, Die Flotte folgt eurem Befehl. Oh, und noch so ein Typ, der die FPÖ mag. Ah, ja, genau. Das ist quasi die FPD auch gewesen. Oder FDP? Irgendwie so. Ja, die drohen, also die warnen schon wieder vor Terroranschlägen in Österreich, ist klar. Eine Insel wurde entdeckt. Hashtag ist so und so, ich weiß. Alle Schiffe los! Ach, ich will mich jetzt eigentlich nicht über Politik auskotzen, aber irgendwie liegt es mir gerade wieder auf der Zunge. Das ist... Ich würde mich gerade so wahnsinnig gerne auf Politik auskotzen. Ich weiß genau, ich soll's nicht tun. Forschung vollendet. Alle Schiffe Segel hissen. Habe ich denn nichts, worüber ich mich aufregen kann auf Facebook momentan außer der Politik? Ich hätte die Leute nicht alle rausschmeißen Eines sollen. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Zu spät. Alle beidrehen zum Angriff. Genau, wir wollen ein neues Profilbild hier, Horoskope. Ja. Yeah.
Ich finde es übrigens toll. Ah, Horoskope. Über Horoskope habe ich schon lange nicht mehr ausgekotzt. Das trifft sich. Der Toro darf keine Chance bekommen, das Auge des Drachen noch einmal einzusetzen. Horoskope habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr den Mangel gehabt, wenn überhaupt. Da braucht ihr nur mal kurz nachdenken, dann hat schon 100.000 Gesprächsthemen. Das ist ja... Gut, Horoskop. Es ist ja mal grundsätzlich so, dass es funktioniert. Die Legende ist meines Erachtens nach kein funktionierendes Horoskop gibt. Denn alles, was ein Horoskop so von sich gibt, und der schreckliche Feuerregen wird schwächer. Ist auch auf jeden Menschen, wenn man denn nur lang genug will, auslegbar. Und das ist jetzt total egal, was da steht oder wie sie es ausdrücken. Sie werden heute einen schlechten Tag haben, zum Beispiel. Oder im Beruf leben wird es nicht so laufen. Dann halte ich doch schon Ausschau nach Dingen, die nicht gut laufen werden oder nicht gut gelaufen sind. Das ist doch hirnverbrannt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist unlogisch, weil... O Tannenbaum, die Überraschung ist da, man glaubt es kaum oder so. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Ich meine... Wird erledigt. Oder auch wenn ich sage, im Horoskop meinetwegen, ja, sie haben diese Woche Pech in der Liebe. Und dann, dann denkt der Mensch ja automatisch schon in die Richtung. Denkt sich, oh scheiße, ich muss irgendwas tun, weil sonst geht die Beziehung in die Brüche oder die Ehefrau haut ab oder ich habe keine Ahnung oder weiß ich nicht. Greift eines an. Und dann gibt es natürlich die ganz cleveren Dinger von Horoskope, die sagen, ja, es wird die Woche alles toll oder es wird heute alles gut. Es ist heute alles fantastisch und Dinges und so. Und man freut sich, hey, man hat einen guten Tag, da, da, da. Und dann wird man irgendwo angefahren oder fällt die Treppe runter oder sonst irgendwas. Bricht sich vielleicht ein Bein oder ein Arm dabei und denkt sich, scheiß Horoskop. Und 3 Wochen später erfährt man, okay, weil man da nicht in der Arbeit war und den Brand da nicht miterlebt hat, hat man es überlebt und liegt nur mit einem gebrochenen Bein zu Hause und ist der einzige Überlebende der Firma und denkt sich, hey, das Horoskop hatte recht. Okay, ist unwahrscheinlich, gebe ich zu, aber ungefähr so stelle ich es mir vor. Also man kann aus Horoskopen so wahnsinnig viel ziehen, wenn man denn nur will. Und solange man das will, ist es eigentlich so, dass es auch immer Leute gibt, die das glauben werden, weil sie genau nach diesen Punkten ausschalten, die halt im Horoskop stehen. Macht mal das Experiment. Wenn ihr am Frühstückstisch sitzt und einem das Horoskop vor, also wenn ihr zum Beispiel nach der Zeitung lest oder das Horoskop mal anschaut und lest ein Horoskop vor, das nicht zum Sternzeichen desjenigen gehört. Also zum Beispiel ihr sitzt jetzt mit eurem Bruder, eurer Schwester, eurer Mutter, eurem Vater, ist mir total egal mit wem, am Frühstückstisch. Und sagen wir, ihr lest euch gerade die Horoskope durch. Man kann es ja wieder mal machen. Mache ich auch. Nur ich halte dann bewusst nicht Ausschau nach dem Zeug. Und zum Beispiel mal angenommen, euer Vater ist Skorpion. Weiß ich nicht. Blödes Beispiel. Wenn jetzt jemand wirklich einen Vater hat, der stets ein Skorpion ist, dann könnt ihr das ja als Beispiel nehmen. Wenn nicht, dann müsst ihr halt ein bisschen variieren. Und dann nehmt ihr zum Beispiel das Horoskop vom Schützen oder Löwen oder keine Ahnung, irgendwas anderes und lest ihm das vor und sagt ihm das. Und am Abend fragt, also zum Beispiel, wenn da steht, sie werden heute gutes Händchen im Umgang mit Geld haben, zum Bleistift. Und am Abend fragt er ihn dann, was er denn so erlebt hat, wie es denn war, das Horoskop recht hatte. Er wird euch auf jeden Fall sagen, ja, es hat alles funktioniert, es lief alles gut, Geld lief super. Und dann zeigt er ihm das Horoskop vom Skorpion, wo zum Beispiel idealerweise drinnen steht, ja, heute haben sie kein gutes Händchen mit Geld. Wie leicht sich Menschen beeinflussen lassen, wenn sie denn
nicht bewusst dagegen ankämpfen. Das ist halt irgendwie so ein bisschen hart. Aber so leid es mir auch tut, das ist die Menschheit. Das bin ich, das seid ihr, das ist jeder von uns. Wenn man es richtig anstellt, wahnsinnig leicht manipulierbar. Und deswegen, ja, würde ich euch bitten, das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen und dementsprechend da auch mal etwas zurückzuschalten, wenn denn es nötig sein sollte. Gut. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Das nächste Schiffchen wird bombardiert. Na, yuppie-yay. Noch schnell irgendwie 4 Minuten füllen. Blöde Sprüche. Den hatte ich schon gebracht. Klotz am Bein. Mafia beseitigt Kronzeugen. Ich finde solche Sprüche einfach nur so selten dämlich. Tut mir leid. Irgendwie auch ein bisschen genial. Oder auch schön. Heroinring gesprengt. Polizei macht der Stichproben. Ja, ich bin heute wieder in der Hinsicht in Bestform. Einfach mal schauen. Schlechte Note für überlanges Regenwaldreferat. Schüler brauchte zu viel Papier. Ja, es ist... Kennt ihr auch diese Satire-Setten, wo dann immer so ein bisschen Schwachsinn gepostet wird und das Ganze dann von manchen Leuten als bare Münze genommen wird? Das finde ich immer extrem bitter und genau das kommt in der nächsten Folge. Das habe ich jetzt gerade rausgesucht. Da gab es nämlich diesen wahnsinnig tollen Joke von wegen, man kann das neue iPhone in der Mikrowelle aufladen. Das und noch mehr in der nächsten Folge. Aber bis dahin haben wir noch ca. 2 Minuten und die müssen natürlich auch überbrückt werden. Am besten machen wir das mit gemeinsamen Schweigen oder so, ich habe keinen Plan. Ich würde eigentlich gerne das Fenster aufmachen, um ein bisschen Frischluft zu bekommen, aber ich weiß genau, dass es damit losgeht. Und das möchte ich eigentlich unterbinden und vermeiden. Das Problem ist nur, ich weiß auch, dass ich ohne Frischluft hier bald einschlafe. Verzeihung. Das ist halt das Problem an diesem Kämmerchen, wenn man dann nur da sitzt und redet und sich selbst beim anderen Spielen zuschaut. Es ist immer toll, wenn ich hier eine Aufnahme laufen habe, weil dann läuft ja im Media Player, also im VLC Player, die Aufnahme, das Video und daneben haben wir eben noch Audacity offen. Oder Audacity, je nachdem. Und nehmen damit die Mikrospur neu auf. Und deswegen finde ich es eigentlich total faszinierend, was ich da für Scheiße baue in Anno. Im Moment, in dem ich das spiele, schaut das alles total gut aus, aber wenn ich mir das im Nachhinein anschaue, denke ich mir nur, dass ich mir nichts dabei gedacht habe. Gott, bin ich ein Trottel. Verzeihung. Gerne. Wir müssen in Del Toros Stadt eindringen und das Auge des Drachen in Sicherheit bringen. Ich habe auch irgendwo von wegen rumgekotzt, dass ich da bei dieser Insel hier Fischerhütten bauen wollte, aber geht ja nicht ohne Fisch. Naja, bis gleich. Bis zur nächsten Folge. Für mich ist es gleich. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an.